Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Na schön, da sind wir wieder zurück. Es sollte alles passen mit der Aufnahme. Ich bin ein bisschen hebelig. Aber das ist in Ordnung. Dann habe ich mir mal kurz angeschaut, was wir hier finden können, alles miteinander. Sehr viel. Es gibt 5 Hinweise, einen Beweis und eine Tarotkarte in diesem Kapitel. Und das ist der erste Hinweis hier. Jagdaushang. Ein Aushang bezüglich eines Rückgangs des Wildbestands in den vergangenen Jahren. Die Jagdsaison wird ausgesetzt, bis sich der Bestand erholt hat. Okay. Ich verstehe, warum das ein Hinweis ist, weil ich es schon mal gespielt habe und ich bin so, ah! Aber ich will es nicht sagen, weil vielleicht habt ihr es noch nicht gespielt oder gesehen und dann seid ihr so, nicht spoilern! Und deswegen sage ich nichts, aber I get it. Also, es macht dann Sinn, weil wenn ihr die Geschichte kennt. So wird da, das hat ja die, was war ihr Name? Der Hase hat sich das hier angeschaut. Was mich umbringt, macht ich nur stärker. Bin ich in Stimmung. Okay. Sure, bro. Whatever. So, wir sollen ja von der Emma, von der Ollen, den Schlüssel holen? Alle gehen so langsam. Um Gottes Willen, Leute. Okay. So ein Scheiß. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Nope. Ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Dylan! Dylan! No, don't do it, Dylan! Please, Dylan! Dylan! Okay. Sorry, Bro. No. Cool. Dylan ist der Beste. Wir lieben Dylan. So, gibt's hier irgendwo noch einen? Ich glaube, unten war der andere Charakter. Hoffentlich kann ich nochmal runtergehen. Nochmal runter und mir das anschauen. Kannst du irgendwie rennen, Mann? Ich drück gerade alle. Ist er jetzt schneller gewesen? Ich weiß es nicht. Normal? Das Ding ist versperrt? Ehrlich? Der Typ hat so breite Schultern wie ich, guck dir das an. Bist du schneller so? Ah, das da. Come on! Yeah! Campschild! Das Hackett's Quarry Summer Camp wurde 1953 eröffnet und wird nach fast 70 Jahren immer noch gern besucht. Seid ihr gerne in Camps gewesen oder geht ihr gerne in Camps? Ich hatte... Also wir hatten auch Sommercamps nicht so. Ich bin gerne hingegangen. Ich hatte Tenniscamps. Und was weiß ich, ja. Hauptsächlich. Aber ich war auch einmal in einem Musical-Camp. Ha! Das war das Beste. Da haben wir Chicago aufgeführt. Das war saugeil. I miss that time. Where you come from? Mississippi. And your parents? Very wealthy. Where are they now? 6 feet under. Ba, 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 ba. Hey! Stell dir vor, jemand kommt so an. Singend. Und du sitzt also da, bist du, bruh. Please. Interessant. Cool, bro. Cool. Okay. Ich weiß nicht, was ich von ihm halte. Der da? Hinter uns? Weiß ich nicht, was ich von ihm halten soll. Sie steht so da, nicht so. Weißt du, ab dem Punkt, ich glaube, ich wäre schon selber losgegangen, so lange wie er hier braucht. Ich glaube, ich selber schon losgegangen wäre, so, okay, weißt du was? Ich hole mir den Schlüssel. Oder was auch immer. Aber nein. Sie bleibt einfach unten stehen und genießt die Sommersonne. Die letzten Strahlen. Es ist sehr schön. Es ist sehr, sehr schön eigentlich. Also das Spiel. Huch, achso, du kannst sogar. Wo ich gerade drüber rede. Hier will man doch gar nicht mehr weg. Ich bin kein. Das ist ein Bilderbuch.
Ich bin kein großer Camper. If you can tell. Aber es ist ganz schön, ja. Vielleicht so für ein, zwei Tage. Aber ich glaube, ich würde nicht im Freien campen. Ich glaube, ich wäre wirklich so, okay, wir machen was in der Wildnis und dann gehen wir rein in ein Haus. Also dieses Glamping finde ich total scheiße. Weil ich bin so, also entweder du campst richtig oder du übernachtest in einem Hotel. Aber Glamping, weil du hast ja im Grunde alles, was du im Hotel und sowas hast. Und ich bin so, come on, bro. What's the point? Okay, da kann er nicht lang. Ich wollte gerade schauen, ob er nach zu uns so kommen kann, aber das geht nicht. Horror. Ich hasse Horror. Ha! Ironie! Weil er in diesem Spiel ist. Also ich, das, ja, gut. Hui! Irgendwas hier noch? Nope. Wow. So. Schauen wir mal. Musik ist sehr beruhigend. Alles ist noch in Ordnung hier. Noch. Hey. What's up? Ich weiß nicht, wieso ich das witzig finde. Somebody help! Okay, wir müssen... Erstmal. Hi. Wie geht's, Bro? Du hast mir die Tür zugemacht. Echt jetzt, Alter? Ihr sperrt mich aus? Zu meiner Verteidigung. A, es war Dylans Idee und... 2, es war echt witzig. Also erstens einmal sagst du entweder A und B und nicht A und 2. Und zweitens... Nee, ich werde hier warten, bis... Weiß ich nicht, was mein zweiter Punkt war, aber ich habe recht. Ich glaub's nicht. Okay, und wozu die Absperrung? Angeblich wurde die Treppe abgesperrt, damit sich keine Biester und so da oben einnisten. Mr. H's Worte, nicht meine. Oh! Wow, öde! Oh! Wow, öde! Was war das denn? Okay, whatever. Sowas. Ist das die Tür, von der wir rein wollten? Nö, ich glaube nicht, oder? Ah, warte, du kannst dir da vorne den Kamin ansehen. Was ein geiler Kamin ist. Es ist ja schön hier. Ich meine, ich habe das draußen schon gesagt, aber auch hier drin, wenn du da gemeinsam isst, das macht sicher sehr viel Spaß, hier gemeinsam zu campen, so im Sommer zu verbringen, ist sicher lustig. Außer, ja genau, was ich sagen wollte, es erinnert mich an Sphere Street. Die Filme sind auf Netflix. Sind einige meiner Lieblings-Horrorfilme. Fear Street, ich find die toll. Es ist so, oh hell yeah. Wahrscheinlich, weil es auch so bunt ist, ein wenig. Es ist so Neonfarben gehalten und nicht alles so finster und dunkel und sowas. Ach scheiße, jetzt bringt er die Sachen raus. Das wollte ich noch gar nicht machen. Habe ich jetzt verschissen? Weil sonst muss ich neu laden, Junge. Weil ich muss noch eine Karte finden. Fuck. Okay. Hab's Gepäck. Außerdem habe ich noch ganz viele andere Sachen. Ich wusste nicht, dass das Gepäck... Yep. Ich dachte, ich muss zu Emma gehen und irgendwas holen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? What the fuck? Is this shit? Okay. Oh, Mann. Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Was? Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Was? Worum geht's hier? Ich meine, ich weiß, worum es geht, aber... Oh, sexy. Ich wusste es. Verschmitzt oder selbstgefällig. Sexy, hä? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan,
Ich natürlich. Dann Dylan, Emma, Abby. Hey, fuck that shit. Und dann Mr. H. Oh. Okay. Mr. H ist auf der Liste? Wie alt seid ihr und wie alt ist er? Das ist irgendwie schräg. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... Jacob. Sie hat recht. Ja, Computer sagt nein. Ja, Computer sagt nein. Computer sagt nein. Wie macht sie das nur? Ich meine, sie schaut gut aus. Und sie hat eine Vagina. Und er hat einen Penis, also es funktioniert eigentlich ganz leicht. Zeitlupe, es ist nur ein Flirt. Ja, vielleicht stehe ich drauf. Okay, okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du, vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Oh, check. Okay. Wow, da kommt... So eine Wolke von Eifersucht drüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, weißt du? Bäh. Kann sein. Aber ich nenne es lieber charmant. Aha, sehr charmant. Das ist das Dümmste, was du je gesagt hast. Nein, nein. Somebody es gibt save me from this conversation. Bitte! Hey, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich? Ha! Das steht am Schild. Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. Fucker! Okay, also, rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Alles! Wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Okay. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir. Ja, es ist ein bisschen dämlich, um ehrlich zu sein. Ich meine, wenn sie sagt nein, das werden wir ja sehen. Dann lass es doch einfach, Bruder. Ich meine, come on. Aber okay. Hier darfst du nicht die Spritzzufuhr kappen, wenn du einen Beweis finden willst in Kapitel 3. Also musst du den Verteiler klauen. I'm gonna scooch over there. Vor allem merkt sie das nicht. Sie ist direkt da beim Auto. Sie ist genau da. Komm's jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht. I could stick this in my penis, Uretha. Hier oben, Leute. I'm so sorry. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob! Was? Nein, Alter! Bitte! Tu's nicht! Hier, fang! Und oh Gott! Weg. I did it! Wie geil ist das? Oh! Yeah! Oh! You can't see it, but I'm moving my hips like him. Oh, ja, hab ein bisschen Spaß, Mädel. Ich verstehe den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wäre es zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Dylan, was ist mit deiner Stimme passiert? Voll abserviert zu werden. Ich habe vorhin nicht genau zugehört. Okay, Freund, ich wenigstens hatte ich eine Beziehung. Genervt halt's Maul. Ja, let's be okay. Friendly. Wie ist denn deine Beziehung in diesem Sommer? Oh, Mann, was ein Konter. Jeder so notgeil wie du. Okay, genug von dem. Oho, was ein Konter. Er war so awkward damit. So. Good one. Du weißt doch sonst so Sachen. Abtau. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt, ich weiß nicht. Du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jeder haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Hallo?
Mhm. Das ist sehr hübsch. Hallo? Ah, da, Gott sei Dank, das Spiel geht weiter. Wir haben offiziell unser Nest leer. Sie gerade angekommen. High five, hopp, hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Okay. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh. Warum ist die Tür zu? Verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Einbrechen! Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Kannst du Schloss aufbrechen? Taschen dalassen? Ja, einbrechen natürlich. Okay. Wenn irgendwer das kann. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Ja, Rucksack, ihr Mini-Rucksack, Alter. Ich würde glauben, es war ein Bär oder sowas. Sehr süß. Was? Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Vor allem der Bär hat dann nur so das Schloss geknackt und die Tür aufgemacht, ja. Dann mal los. Er ist nicht so wild rein und hat alles umgestoßen. Nein, er hat nur das Schloss geknackt. Gut gemacht, Kinder. Möglich. Gut gemacht. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Emma ist stolz auf dich. Das bedeutet mir absolut gar nichts. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal du um. Du denkst das vielleicht. Nur zu. Ich muss noch mal zurück und eine Karte holen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Scheiße! So, weiter geht's. Ich bin noch nicht bei Abigail, weil ich noch was sagen wollte, weil mir hier was aufgefallen ist, wie ich gerade. Ich muss nochmal alles spielen, um herzukommen. Und zwar ist mir aufgefallen, die Emma geht ja hier entlang und dann ist sie verschwunden. Und ich bin ja so, wo ist die gute Frau hin? Du kannst nirgendwo anders hier hin. Das heißt, die muss ja hier unten im Dingens sein. Aber du kannst nicht rein. Im, wie sagt Mensch dazu? Im Keller. Im Schutzbunker. Aber ja, du kannst sie nicht finden. Du kannst nur den guten Mann hier finden. Und das Zweite ist, ihr seht, ich habe mich hingesetzt. Ich sitze jetzt. Das heißt, wir sehen uns jetzt auf jeden Fall gleich wieder bei Abigail, aber diesmal im Sitzen. Bis gleich, Leute. Ich habe mich vertan. Wir sehen uns ja nicht bei Abigail. Wir sehen uns hier drin noch, weil wir uns ja noch umschauen und die Tarotkarte holen müssen. Deswegen habe ich den ganzen Scheiß ja gemacht. Übrigens, wenn du den Kamin anschaust. Also nochmal, dann wunderschöne Holzscheite. Gut, wir suchen mal die Tarotkarte und schauen uns noch ein Stück weiter um. Vielleicht, er sagt uns nichts mehr. Haltung, Junge, Haltung! Setz dich mal ordentlich hin. Hier ist nichts. Da ist aber eine Türe. Da ist, glaube ich, der Delan drin. Bist du es, Dylan? Nein! Ich muss mich hier schon um genug Scheiß kümmern, Jacob. Wieso? Was? Ein Hund. Ja, das ist das Schöne, wenn du hier mit einem Tier, mit einem Hund arbeitest. Gut. Dylan! Vor allem, worum muss er sich kümmern? Komm schon, Mann! Dylan! Du bekommst eigentlich, glaube ich, nur jeweils zwei Cutscenes, also einmal, also Cutscenes, ja, Gesprächsdinger, nicht wirklich viel, irgendwo noch irgendwas, oh Gott, ich dachte jetzt, da steht einer, er ist rausgekommen aus der Tür. Oh, gut, schauen wir, was hier drüben ist, im finsteren Schwabelände, nix, okay, cool. Schauen wir uns weiter um, so, und zwar das klicken wir noch nicht an, das sind die Gepäckstücke, die wollen wir noch nicht. Hier ist auch eine Tür, die zu nichts führt. Was ist denn das? Hat jemand hingeschissen? Was ist das? Naja. Okay. Gut. Da ist eine Tür. Da kommt er, glaube ich, raus. Was ist das? Ja, nicht. Okay.
So, hier ist die Küche. Mäßigkeit. Schauen wir es gleich mal an. Oh Gott, die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Ich komme mal näher ran, dann kann ich es besser lesen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl, aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Okay, schön. Schön für die Mäßigkeit. Wir wollen damit einfach sagen, ja, übernimm nicht alles oder du sollst nicht zu viel wollen. Ah! Deutsch. So, hier irgendwas Spannendes noch, abgesehen von der Tür. Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt er auch nicht rein. Oh, doch, okay. Mann, was für eine Todesfalle. Nässe. Okay. Es ist der Kühlraum. Kannst du nochmal? Okay, passiert dasselbe. Zurück! Kannst du dir nochmal anschauen, wenn du lustig bist. Bist du so, okay, cool, ja, schön. Schöne Tür. Okay. Und ansonsten, jetzt macht er hier auf. Wenn du hingehst, also, wir haben ja bewege dich hier. Wir haben ja gesehen, er kann auch einfach das Gepäck nehmen und rauslatschen, aber jetzt haben wir extra noch die Tür aufgemacht. Jetzt kommen wir wieder hier rein und raus. Hoffentlich. Weil er muss ja das Gepäck holen. Gut, jetzt aber sehen wir uns bei Abigail. Weil alles andere haben wir ja schon einmal gemacht. Also bis gleich, Leute. Bis gleich. Da oben seid ihr. Wir sind zurück. Wir haben es geschafft. Und ab jetzt sollte es hoffentlich normal weitergehen. Wer zum Teufel? Ich will ein Spiel spielen. Mitnehmen oder da lassen? Ich meine, wir können es mitnehmen. Warum nicht? Du gehst zurück zu Izzy. Yeah, sure. Was? Ich meine, die hat uns... die Izzy ist eine der Camperinnen. Die hat uns ja schon verlassen. Aber vielleicht können wir es ja irgendwie abschicken und ihr bringen oder sowas. Keine Ahnung. So, okay, da kannst du nicht weiter geradeaus. Aber das hier können wir finden. Warum? Dieser Ort macht der Schlagzeilen? Schlagzeilenschnipsel. Warum ist sowas hier in diesem, wo sie offenbar gewohnt hat, mit der Emma oder sowas? Warum ist hier dieses Schnipselding? Von wo kommt das? Wer hat das gefunden? Hat es mit zu seinem Häuschen genommen und hat sich dann gedacht, ich lasse aber mal da. Kann ja jemand anders wegräumen. Schlagzeilenschnipsel. Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung der Northkill Gazette. Oder Gazette. Sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht etwas über einen Brand. War das hier in Hackett's Quarry? Also das Camp heißt Hackett's Quarry, nicht der Ort. Keine Ahnung. Okay. Schöne Doppelbetten. Wo wollt ihr schlafen? Oben oder unten? Ich nehme unten. Aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Ja, das klingt echt scheiße. Also ich kann auf sowas nicht schlafen. Ich brauche ja Spezialmatratze für meinen beschissenen Rücken. Aber gut. So, hier ist ganz viel los, aber es gibt tatsächlich nicht viel, was wir hier noch holen können. Es gibt nur 3 Sachen noch. Aber weil ich ein bisschen verrückt bin, schaue ich mich überall um, wo es geht. Schöne Steinmauern, ob du die erklimmen kannst. Was ist da los? Oh yeah. Moving her ass like this while she walks. Okay. Achso, sie schaut da rein. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Oh, Dylan. Okay. That was cool. Achso, Rabe. Ich dachte jetzt so, wieso war da das Geräusch? Oh mein Gott, ein Tier. Lass das sein. Was macht er denn?
an der Antenne rumspielen oder was? Naja. Okay, schauen wir mal. Können wir hier rundherum vielleicht mal gehen und uns umschauen? Ah! Nein. Ich meine, wir können schon, aber hier ist nichts. Ah, wunderschön hier. Nein, es ist wirklich sehr, sehr hübsch. Passiert noch was anderes? Nein, oder? Sie geht einfach hin und schaut sich das Ganze nochmal an. Okay, sehr spannend. Die Spannung steigt, okay. Was wird passieren? Fantastisch, okay. Ah. Sie gehen halt auch so langsam. Mit L1 kannst du schneller gehen. Ich drücke schon wie wild auf den Knopf, falls ihr euch das fragt. So, mein Gott, geh doch schneller. So, I'm doing it! Du kannst zu allen hochgehen, aber es... Komm, Mädel, beweg deinen Arsch. Passiert nichts. Sie gehen die Stufen so langsam rauf. Um Gottes Willen, Leute. Das geht zack, zack, zack. Sogar ich mit meinen Kilos komme da schneller hoch. Oi. So, aber jetzt. Jetzt haben wir es. Da ist es, da ist es. Scheiße, noch eins. Das du musst auf diese Dinger draufdrücken. Wie hat sie denn das? Sie hat es überhaupt nicht, die war nicht gedrückt, die Knöpfe. Wie hat sie das jetzt überhaupt abgespielt? Also ganz ehrlich, ich kenne diese Kassettenrekorder. Die spielen sich nicht von selber ab. Das ist kein Furby. Hey, Aufnahme des Camp-Songs. Eine Aufnahme des Lieds vom Hackett's Quarry Camp aus alten Zeiten. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber der Song ist unverändert. Ich sage es Chris, wenn wir ihn sehen. Deswegen lasse ich es einfach da, weißt du, die Puppe nimmt sie mit, aber dieses Teil lässt sie da. Schön. Schön. Ich schaue mich weiterhin um. Und wenn wir die Hinweise und sowas finden, dann bin ich natürlich sofort zur Stelle. Ich habe die Emma schon gesehen. Die steht irgendwo da drüben bei so einem Golfkart. Na gut, meine lieben Leute, ich habe es für euch getestet. Ihr könnt zu all diesen Hütten zwar raufgehen, aber bei keiner einzigen ist was. Ihr könnt es euch also sparen, ja? Falls ihr das Spiel selber spielt oder sowas und euch denkt, um Gottes Willen, ich muss mir alles anschauen und sowas. Ja, könnt ihr, aber ihr müsst nicht da hochgehen. Es passiert nichts, es ist nichts dort. Es ist absolut langweilig. Also, was sind wir hier? Jacob und Emma vor Summer. Jacob besser nicht sehen. Autsch, tja. Oh, Mann. Leere Fiole. Was? Mein Hund macht sich ein Nest. Eine leere Fiole, die unangenehm riecht. Okay. Weiß nicht, was das jetzt mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Was ist das? Und wie hat sie das gesehen? Dylans? Wieso denkt sie sofort an Dylan, wenn sie sowas riecht? Ist der Dylan so ein Streichemacher oder was? Text einblenden. Oh, das ist aber nett. Jacob und Emma für immer. /Sommer. Okay. Sehr schön. Dude, das ist ein dicker Baum. Das ist aber sehr glücklich gebaut, oder? Ich weiß nicht. Ist der Baum vorher schon da? Ich meine, er muss vorher schon da gestanden sein. Natürlich, aber wahrscheinlich war er auch kleiner vor. Wie lange gibt es das Camp schon? 70 Jahre oder 100 oder sowas, haben sie ja gesagt. Der muss ja kleiner gewesen sein oder sowas. Das ist eine sehr praktische, wenn du dich hier umschaust, das ist in einem Tal. Und da stehen die Hütten ordentlich da. Dann hast du in der Mitte diesen dicken Baum. Das muss so geil sein, wenn du hier bist im Sommer. Und hier campst und sowas. Das ist mega geil hier. Ganz ehrlich, ich würde da auch gern sein. Ich meine, nicht da, wo wir jetzt sind, mit diesen Charakteren, mit der Horrorgeschichte, die noch kommen wird. Aber das ist doch sau Hammer. Die Hütten aus Holz und sowas. Also echt, echt cool. Mit dem dicken Baum da in der Mitte. Und dann kannst du dich nachts, weißt du, des Abends, wenn da das Feuer noch prasselt und sowas, Wegweiser gefunden, dich treffen und dann singen alle vielleicht so ein bisschen oder du unterhältst dich einfach mit deinen Leuten und sowas. Finde ich gut. Ich finde das schön. Wegweiser. So unterhaltsam er auch ist, dieser Wegweiser erinnert auf
erschreckende Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Ich dachte gerade, da steht Sequel, aber es ist Seoul. Korea. Korean. Decatur? Birkbank. Wir können das, glaube ich, nochmal so anschauen. Wenn wir hier so, ja. Text einblenden. Ach, schau, wie nett. Coney Island, 144 Meilen. Tokio. Ah, interessant, die schreiben Tokio mit I. Das sehe ich auch recht selten, muss ich sagen. Also, die, meistens sehe ich es mit Y geschrieben, aber ich schätze mal die deutsche Schreibweise. Wobei, viele schreiben das, glaube ich, im Deutsch auch mit Y, oder? Weiß nicht. 6.641 Meilen / 10.688 Kilometer. Warum ist das das Einzige, das Kilometer hat und die anderen alle nur Meilen? Boston hat überhaupt nichts. Birkbank, so, Death Valley, Decatur, Decatur, was ist Decatur? Toledo oder Toledo und Seoul. Was ist Death Valley? Ist das irgendwo in Amerika? Ich schätze, ja. Hört sich amerikanisch an. The Death Valley. Da sind die ganzen Cowboys unterwegs. Woody und Co. Können wir hier hinten hin? Nein, okay, aber... ist da... Da fehlt der Zaun. Okay, interessant. Zaun fehlt. Zaun kaputt! Help! Konnten die dann überhaupt schwimmen da im Sommer, wenn da der Zaun im Arsch ist? So, die Tür kann sie nicht aufmachen. Fenster ist ohne. Oh. Kann ich da nicht hin? Ich dachte, da war ein X gerade. Habe ich mich verschaut? Schade. Ich dachte, von hier, da ist so ein X. Na. Na! Halt! Da war es doch gerade, oder? Warte mal. Da ist es. Da ist es ganz eindeutig. Da ist nix. Oder ist das... Nein. Ich glaube, das ist das Licht vom Schwimmbad. Ich glaube, es ist kein X. Ich glaube, es ist das Licht vom Schwimmbad. Nochmal gucken. Mal gucken. Ja, es ist das Licht vom Schwimmbad. Ich bin nur paranoid. Tja. Ich könnte... Ja. So, was haben wir hier? Gar nichts. Da, irgendwas am Boden. Nö, war nur Licht. Ich dachte, ich hätte was gesehen, aber tatsächlich nicht. Was haben wir da noch? Diesel. Diesel, wer heißt denn Diesel? Shooting Stars. Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Ja. Wieso? Ups, ich wollte Lena. Text einblenden. Leaderboard. Okay. Bestenliste. Bestenliste-Punkte. Schießstand-Stars. Ist. Schießstand? Es gibt einen Schießstand? Ach, dafür ist. Ich habe das tatsächlich so übersetzt gehabt, dass die Kinder, die da sind, weil das sind ja die Betreuer, die Leute hier, die Caitlin und sowas. Habe ich gedacht, dass die Kinder denen Punkte geben, je nachdem, wen sie am liebsten mögen. Ach so. Das heißt Diesel und sowas, weil da ist der Ryan eben auch drauf. Aber dann ist wahrscheinlich so Jay und Idris und Kristen und sowas sind wahrscheinlich eben die Kinder und alles. Oh, das macht mehr Sinn. Okay, ja. Ich dachte, das ist ein Bewertungs-Leaderboard, weil hier ist nirgendwo ein Schießstand zu sehen. Jedenfalls habe ich jetzt keinen... entdeckt. Wo ist denn hier ein Schießstand? Warum steht da genau da, das Leaderboard? Warum ist das nicht beim Schießstand selber? Hä? Ihr verwirrt mich! Ihr müsst das doch richtig hinstellen. So, du kannst von hier kommen oder ich glaube von da drüben, zwischen den Hütten. Von da habe ich sie nämlich gesehen. Die gute Frau. So, warte mal, habe ich alles? Ja, für das Kapitel habe ich alles. Kann Wir können losgehen? Einfach weiter. Enthusiastisch. Los geht's. Auf, auf. Komm, fahr mich zurück ins glückliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater.
Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich halt. Sie spielt. Nur, du selbst zu sein. Sie spielt es vor. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Es gibt Telefone, es gibt Handys. Du kannst immer noch... Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Du kannst immer noch texten und sowas. Keine Ahnung. Wow, epic! Wow! Oh, gut gelenkt, Cowgirl. Oh yeah! Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Wie bei dir und Jacob. Ist er ziemlich süß? Wieso ist dann Schluss? Ja, wieso? Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Er sieht es nicht so, aber schön, dass du das denkst. Zu euch. Du und Nick. Aber um ehrlich zu sein, eine Fernbeziehung ist nicht für jeden was. Ich sag nicht, dass es nicht funktioniert. Ich meine, probier's, wenn du möchtest. Und gib dir halt Mühe. Aber du musst, wie bei jeder Beziehung, hart arbeiten, dass es auch bestehen bleibt. Es funktioniert halt nicht anders. Und ja. Oh, aber zur Lodge geht's da. Also für mich wäre, glaube ich, eine Fernbeziehung, ich weiß es nicht. Komm schon, Siegesrunde. Ich weiß nicht. Ich wäre, glaube ich, so, können wir gleich Freunde bleiben einfach. Weil, zurück zur Lodge oder Siegesrunde. Ich bin damals die Siegesrunde gefahren. Diesmal werde ich einfach zurück zur Lodge fahren. Ich glaube, da cuttet es einfach. Ich mach keinen Umweg. Daumen runter. Sie warten alle auf uns. Er meldet dich für einen Partymuffel. Oh nein. Scheiße, Abby! Was? Überfahr's? Nein, natürlich nicht. Siehst du, war doch episch, dass wir hier gefahren sind, ne? Mädchen will einen Typen zu einem Date einladen. Ist ihr erstes Mal. Emma! Das ist eine Nuss, die sie knacken muss. Und zwar so. Fahr einfach. Fahr. Okay, also es cuttet nicht einfach. Oh, also ja, also die Siegesrunde, ich glaube, da musst du öfter ausweichen und sowas. Aber... Chill mal, Jacob, ist okay. Chill mal, Jacob! Oh, fuck, Mann. Was denn? Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Ist okay, ich besorge mir den Saft von Mr. Elch, bevor wir fahren. Es ist nicht so witzig, Entschuldigung. Sie, bitte. Verzeihung. Na los. Oh, du hast gleich... Das Gepäck da hochheben. Oh, Michem. Ah, ja, guter Junge. Selbst hoch, danke. Ach komm, er wollte nur nett sein. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. I'm sorry. Cool. Ich meine, hätten sie das nicht netter sagen können? Hätten sie nicht sagen können, danke, aber ich mach das schon. Danke. Sehr lieb von dir. Anstupsen? Ja, fucking do it. Ah! Dylan, my man! Yeah, go! Good job, Dylan. That's why you're my favorite. Deswegen, das ist mein Junge. Genau da ist er. Mein Süßer. He just knows what's up. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Der war da hinten bei dem Keller. Hier bin ich. Wie kannst du dich mysteriös verkriechen? Wieso hast du da unten? Entschuldigung. Es hat so rübergezoomt und er ist einfach nur mitten ins Bild so. Oh, Podcast. Nice. Sehr cool. Welches Thema? Backen. Abwehren, das andere in Frieden. Geht's um mich? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Es muss um mich gehen. Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast... Es sollte einen Podcast über mich auch geben. Ja, und der Podcast wäre, holt euch den Look und mieft wie ein Po.
Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber du hast einen geilen Arsch. Wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode Kult, das hier. Steht da. Kult Damage? Cult Damage? Die was von wessen? Was für ein Ding? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die Hexe von Hackett's Quarry. Hexe von Hackett's Quarry. Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Oh, Verzeihung. Von der Hexe von Hackett's Quarry. Ja, Mann, erzähl von der Hexe von Hackett's Quarry. Aber die Hexe von Hackett's Quarry ist interessant. Die Hexe von Hackett's Quarry ist sehr wichtig. Die Hexe von Hackett's Quarry geht darum. Geht's. Ist nur eine Campingstelle. Hexe von Hackett's Quarry. Hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald. Halt sie fliegt! So, und manche sagen, keine Ahnung, so an Schnüren, wie Tarzan von Liane zu Liane. Oder was? Oder so irgendwie. Nein, ach so. Ist nicht richtig klar. Okay, das war ja die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist ist dein T-Shirt da gerade festgehangen? Ja, ich glaube, dein T-Shirt hängt fest, Mann. Cool Story, du musst Bro. Da... ich weiß nicht... Oh, ihr hättet die Kids sehen sollen. Besser als deine. Defensiv, unterstützend. Ja... Ohne Scheiß, Leute, ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen, gezeichnet fürs Leben. Ich liebe das. Ja, ich meine, macht die Kinder fertig. Sie müssen traumatisiert ins Leben gehen. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt ihr da rum, Hacketiere? Ja, Hacketiere! Gleich durch, Mr. H. Hopp, na los! Schwingt endlich die Hufe! Yeah! Sorry, Mr. That's my line! Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf! Es war ein Bär. Wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du, ihr habt doch gefragt. Ja. Ja, die Hexe von Hackett's Quarry. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. I'm a bit slow. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Klar. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Bye-bye. Yo, bye. Mr. H. Bye-bye. Was denn, DJ Dylan? DJ Dylan! Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Was? Wieso? Nein, wir sind jetzt genervt. Bitte, das ist... Dylan an die Macht! Hey, Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes. Und ich bin die coolste verdammte Sis auf der ganzen Welt, Mann. Wupp, wupp. Das sagen die Kids heutzutage, oder? Bitte sag mir, dass ich cool bin. Okay, ich weiß, aber... Shut up, Brian! Wir sehen uns am Van, okay? Nee. Ach ja, die glauben ja alle, wir fahren jetzt. Aber der Jacob hat ja das Ventil entfernt. Daher werden wir nicht fahren. Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich dachte, er sagt so, Chris, ich muss mal aufs Klo, warte kurz. Haha, nein. Ich wollte dich nur was fragen wegen... Phone! Weather Carl. Jesus Christ, Weather Carl. Okay. Oh, sorry. Hallo? Bye. Tolles Gespräch. Ich glaube, wir können lauschen. Podcast anhören oder lauschen. Ich habe damals gelauscht. Ich höre mir mal einen Podcast an. Ich schaue mal, was passiert. Aus Interesse. Todesopfern ist voll traurig. Ach, herzlos. Tut mir leid, aber du wolltest doch unbedingt über Geister quatschen. Stimmt. Und hier setzen die Augenzeugenberichte ein. Die Leute hören angeblich das Prasseln von Feuer. Und das schmerzvolle, sehnliche Flüstern der Frau, die mit dem Jenseits gehen kann. Tut mir echt leid, Kumpel. Tut mir echt leid, Kumpel. Sorry! Das mit dem Rausschicken gerade. Du musst doch nicht so schreien. Ich bin doch da. Ich bin doch da für dich. Ich muss mich da... Mein Arsch weiter in... Kann ich helfen? Beim meinen Schwingen? Stuhl reinschwiegen. Ende des Sommers, bisschen busy. Also was... Du wolltest was fragen? Oh, ja, ja. Sind sie vergeben? Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also...
lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern. Wenn ich auf dem Campus wohne, meine Mom ist eigentlich... Wenn du nicht konzentriert bist, komme ich später wieder. Offensichtlich suchst du irgendwas. Ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Yeah, that's true. Okay. Er hat ihn so angeschaut, so... Wirklich, Mann, das ist dein Rat. Das ist wichtig für mich. Ist bei dir alles okay? Musst du aufs Klo? Heißes Date heute Nacht? Ja, Mann, was? Oh, Mann. Hast du eine Ahnung? Dein Gesicht ist irgendwie ganz komisch. Als hättest du da Eiterbeulen irgendwie drin oder so. Also, was wolltest du von mir? Einen Kuss. Ich finde, deine Lippen sind so... Treuer Ryan, weißt du? Thick. Einer von den Guten. Aber weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Okay. Das. Oh, weil er Geschichten am Lagerfeuer erzählt hat und es war so. Ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Es tut mir herzlich leid, aber wenn mein Kind nach Hause kommt, okay, und dann erzählt, oh mein Gott, mein Kind hat, gleichgültig, ja, wir sind entschuldigend. Mein Kind hat erzählt, dass da dieses Ding durch die Wälder läuft, weil es am Lagerfeuer hat es die Geschichte gehört. Ich würde mir als Elternteil nichts dabei denken. Ich wäre so, ah, also haben sie das erzählt beim Lagerfeuer, ihr habt Marshmallows geröstet, etc., etc. Was ist das? Ich wäre so, ja, das ist doch normal, dass du ein paar Horrorgeschichten erzählt. Wenn da wirklich irgendein Elternteil anruft und sagt, oh, nein, dann wäre ich so, ja, entschuldigen Sie, Ma'am, aber... Das ist einfach das Feeling hier. Wir haben nicht nur Horrorgeschichten erzählt, sondern auch sehr lustige Sachen. Fragen Sie Kind, was es noch alles getan hat. Und hören Sie auf, alles ernst zu nehmen. Fuck! Wieso? Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen... Ryan! Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Sure. Prost. In einer Minute. Ja, Gott, verdammt, wo sind sie? In der Schublade vielleicht. Ryan Reynolds. Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Es schaut so fotogeshoppt aus, der Typ in der Mitte. Ist das er? Ich glaube, oder? Teenager, habe ich recht. Ha! Yeah. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Du verbirgst etwas. Ich weiß nicht was. Ich stehe. Aber irgendwas stinkt hier. Pack sie in meine Hose. Komm ins Office. Mein Hund hat gefurzt. Oh, da sind sie. Ah, da sind sie. Aha. Aha. Jetzt aber zack ich. Oh. Schön, gut für euch. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach?